Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen Rebuy-Haul zu Büchern aus meiner Kindheit, denn ich habe bei Rebuy bestellt, weil ich noch ein paar Bücher haben wollte von Kindheitsserien und deswegen habe ich das auch in den Titel geschrieben. Also wer das nicht sehen möchte, kann jetzt gerne abschalten, denn es handelt sich wirklich, außer ein Buch, sind alle anderen bloß Bücher aus Kindheitsserien oder Filmen. Und ja, ich bin noch über zwei Serien gestolpert, die ich damals geguckt habe, wo ich gesehen habe, es gibt auch Bücher dazu. Ich habe ja schon mal vor ganz langer Zeit ein Video gedreht, das kann ich euch ja mal in die Infobox verlinken, wo ich mir Bücher gekauft habe zu Kindheitsserien und Filmen. Und jetzt bin ich noch über was weiteres gestolpert und da habe ich natürlich bestellt. Und die zeige ich euch jetzt. Ich weiß nicht, ob das Video so interessant wird, aber ich wollte euch einfach das Paket zeigen, denn das Paket ist groß und schwer. Aber mir fehlen noch tatsächlich ein paar Bände, deswegen schauen wir mal, was ich jetzt hier drin habe und würde sagen, wir legen mit dem Video los. Ich mache jetzt einfach mal das große Paket auf, das kam gestern an. Ich habe nur mal kurz reingeguckt, ich muss diese ganzen Bücher auch noch reinigen und sauber machen und alles. Aber ja, wir fangen mit dem einen normalen Buch an und zwar bin ich noch über dieses Buch hier gestolpert und zwar The Kingdom, das Erwachen der Seele von Jess Rothenberg. Und das wollte ich eigentlich als Taschenbuch haben, gab es leider nicht gerade momentan, deswegen habe ich mich für das Gebundene entschieden. Und ja, da bin ich über eine andere Seite eigentlich drüber gestolpert und deswegen habe ich es mir jetzt mitbestellt, weil es klingt so interessant. Und zwar lese ich euch mal kurz den Text vor und zwar: Du siehst aus wie ein Mensch, du sprichst wie ein Mensch, aber kannst du auch fühlen wie ein Mensch? Willkommen in The Kingdom. In der spektakulärsten Fantasy-Erlebniswelt aller Zeiten ist Happily Ever After nicht nur ein Versprechen, sondern Gesetz. Zauberhafte Prinzessinnen und biotechnische Kreaturen aus längst vergangenen Zeiten vereinen sich an einem Ort voller Schönheit und Magie. Hier wird dir jeder Wunsch von den Augen abgelesen und all deine Träume erfüllen sich. Aber sei vorsichtig, was du dir wünschst, denn der Schein trügt und Märchen können tödlich enden. Also hier geht es auch irgendwie, leider kann man dem Text hinten gar nicht so entnehmen, um was es geht, aber es geht irgendwie auch darum, das liest man im Internet eigentlich, den Text, dass hier so ein Roboter, heißt das so, beziehungsweise diese technischen Kreaturen haben ja eigentlich keine Gefühle, aber hier geht es um eine technische Frau, die jemanden ermordet haben soll, aber die Frage ist jetzt, wieso, weil eigentlich kann sie sowas gar nicht, vor allem, weil sie eigentlich keine Gefühle hat. Und das klang so interessant, deswegen wollte ich das unbedingt haben. Und ich habe ja auch mal reingeguckt, das Buch ist ganz gut aufgebaut, denn es hat sehr, sehr kurze Kapitel, dann hat es teilweise solche, ja, keine Ahnung, wie nennt man das denn, solche Gespräche hier zum Beispiel auch drin, oder dann ist hier nochmal was ganz anderes eingezeichnet und ja, dann sind ja wie gesagt sehr kurze Kapitel und hier sind auch noch Textnachrichten und alles, also es ist relativ locker aufgebaut und ich freue mich ja wahnsinnig drauf, ich werde das jetzt wahrscheinlich auch demnächst lesen und der Zustand ist eigentlich wirklich ganz gut, das Buch ist eigentlich auch noch komplett weiß und für ein gebundenes ist auch der Schutzumschlag eigentlich ganz in Ordnung, hier sind ein paar kleine Datscher, aber sonst ist es eigentlich wirklich im guten Zustand. Dann machen wir noch weiter mit einem Manga und dann kommen wir zu den Kindheitsbüchern. Und zwar fehlte mir in meiner Sammlung von den Weihnachtsbüchern noch dieses hier, Sweet Santa Band 3. Das ist ein Weihnachtsmanga und ja, das ist eben ein Weihnachtsmärchen für Groß und Klein, einfach eine weihnachtliche Geschichte als Manga und da fehlte mir eben, wie gesagt, die ganze Zeit noch der dritte Band, der war jetzt endlich lieferbar, deswegen habe ich den mitgenommen und ja, der hier ist schon relativ vergilbt, obwohl er hier oben als hier, aber sonst eigentlich noch wirklich vollkommen in Ordnung. Bevor ich zu den zwei neuen reinkomme, die ich noch entdeckt habe, habe ich mir noch einmal dieses hier bestellt und zwar von iCarly. Also diese Bücher, die sind alle sehr, 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 sehr alt, denn die Serien sind ja auch mittlerweile schon sehr alt. Deswegen, die sehen alle nicht mehr ganz so top aus. Aber hier haben wir den ersten Band von iCarly und zwar, ich habe eine Webshow, da fehlt die mir noch in meiner Sammlung. Und ich denke mal, iCarly kennt man, das sind eben drei Freunde, die eine Webshow machen und das habe ich damals geliebt und deswegen freue ich mich jetzt hier auf
das Buch oder die Bücher. Dieses Buch, muss ich sagen, sieht eigentlich wirklich noch ganz gut aus. Es ist halt in die Jahre gekommen, es ist ein bisschen vergilbt, aber sonst sieht es eigentlich auch noch gut aus. Und dann habe ich noch dieses hier, und zwar H2O, plötzlich Meerjungfrau. Ich denke mal, alle müssten es kennen. Die Mädels, sobald sie mit Wasser in Berührung kommen, verwandeln sie sich eben in Meerjungfrauen. Und auch diese Serie habe ich damals über alles geliebt. Und wir haben hier den 13. Band, und zwar Rettung in letzter Sekunde. Der fehlte mir auch noch. Und ja, dieses Buch ist schon ziemlich geknickt hier. Und vor allem hier hat es auch ein paar Knicke drauf. Und es ist halt auch sehr vergilbt. Also hier muss ich auf jeden Fall einiges noch reinigen. Aber ja, auch dieses fehlte mir noch. Und dann kommen wir jetzt zu den zwei Reihen, die ich noch entdeckt habe. Und zwar habe ich einmal gesehen, dass es Bücher gibt, und zwar von Endlich Samstag. Ich weiß gar nicht, war das so krass bekannt, aber ich habe das damals immer geguckt. Ich fand das so, so cool. Hier geht es einfach um ein paar chaotische Freunde, die eine Band gründen, und dann gibt es eben Freundschaft, Liebe, Liebeskummer und einiges, was sie eben erleben. Und ja, da habe ich mich mega gefreut, als ich gesehen habe, dass es da Bücher gibt. Also das sind die hier. Ich denke mal, man müsste es eigentlich kennen von damals. Also jedenfalls war das so meine Zeit. Und ja, wir haben hier, also hier sind quasi immer drei Folgen drin. Hier steht drei Folgen der beliebten TV-Serie Endlich Samstag in einem Band. Und ja, wir haben hier einmal den ersten Band. Dann habe ich noch, also hier war auch nicht alles lieferbar. Also der erste Band ist Wer ist hier der Boss? Dann haben wir den zweiten Band Nervenstress und Lampenfieber. Dann haben wir noch den dritten Band Zickenkrieg beim Videoclip. Und noch den vierten Band, genau, Falsches Spiel im Tonstudio. Und ich glaube, da gibt es noch 5 und 6, die waren aber gerade nicht lieferbar. Und ja, ich freue mich hier mega drauf. Die sehen eigentlich auch noch ganz okay aus. Wie gesagt, man muss die so ein bisschen mal säubern hier auf dem Cover. Aber sonst, die sehen nicht mal krass vergilbt aus, muss ich sagen. Also, ich hatte hier ein bisschen Sorge, weil diese ganzen Bücher waren nur noch im Zustand gut. Und im Zustand gut bei Rebuy. Wir wissen alle, was das bedeutet. Und ja, aber sonst muss ich sagen, sehen die ganz gut aus, und ich freue mich wahnsinnig darauf. Und dann kommen wir noch zu einer Serie, die ich auch geliebt habe, die ja auch heute noch läuft, und zwar Die Pfefferkörner. Ich weiß gar nicht mehr, bis zu welcher Staffel ich damals geguckt habe, aber irgendwann wurden mir die Protagonisten alle oder die Charaktere alle zu jung, und dann hatte ich keine Lust mehr zu gucken. Aber damals die ersten habe ich immer geguckt, geliebt, auswendig gekannt. Und ja, auch da gibt es Bücher. Es gibt auch Bücher zu den neuen Staffeln jetzt oder zu einer neuen Staffel. Aber die haben mich jetzt nicht so interessiert. Mich hat dann wirklich eher das von damals interessiert. Da war leider einiges nicht lieferbar. Also da musste ich mir jetzt erstmal ein paar zusammensuchen. Und vor allem wusste ich auch keine Nummern. Dort standen nirgendwo die Bandnummern, aber hier in den Büchern steht das zum Glück hinten drin. Und deswegen, ich kann euch das jetzt auch nicht aus dem Kopf sagen, ich ziehe das jetzt einfach mal vor. Und zwar haben wir hier einmal die Pfefferkörner Herzflattern. Das war damals hier noch die allererste Staffel mit Fiete und Natascha und Jana und Cem und Vivi. Und ja, da haben wir hier einmal diesen Band hier. Die sind alle schon dolle vergilbt. Aber trotzdem muss ich sagen, noch okay, wenn ich, wie gesagt, den Einband hier alles ein bisschen sauber mache, sieht das trotzdem noch ganz gut aus. Aber die Bücher an sich sind halt vergilbt. Dann haben wir hier noch Pfefferkörner Liebesgeheimnisse. Hier ist dasselbe vergilbt, aber sonst in Ordnung. Dann haben wir hier Abschied mit Hindernissen. Ich glaube, das war der letzte Band von dieser Reihe. Hier steht auch drauf, wie sieht die Zukunft der Pfefferkörner aus. Ich glaube, das war der letzte Band der ersten Staffel eben. Und ja, auch dieser ist ein bisschen vergilbt, aber sonst in Ordnung. Dann haben wir noch die Pfefferkörner, Wenn du mich küsst. Das ist dieser Band hier. Der sieht auch noch ganz gut aus, nicht ganz so krass vergilbt. Aber wir haben diesen. Dann machen wir weiter, und zwar mit Träume und Allüren. Also wie gesagt, hier hinten hatte ich zum Glück das Glück, dass hier aufgelistet ist, in welcher Reihenfolge diese Bücher sind. Gott sei Dank. Das hier scheint der dritte zu sein. Hier ist es nicht aufgeführt, aber in irgendeiner anderen Band hatte ich es gesehen.
Und ja, das ist einmal dieser hier. Dann habe ich hier gerade noch eins übersehen, das zeige ich euch zum Schluss. Dann haben wir hier noch Entscheidung in der Speicherstadt. Das ist dieses hier, auch dieses ist relativ vergilbt, aber sonst okay. Dann haben wir, jetzt muss ich mal gucken, die Bombe tickt. Und das erinnert mich so an meine Kindheit, wenn ich diese Bilder sehe. Oh mein Gott, ich habe das geliebt. Und ja, auch dieses. Dieses ist nicht, das ist tatsächlich nicht so dolle vergilbt. Also das geht tatsächlich. Dann haben wir noch Jana in Liebesnöten. Das hier ist auch noch aus der ersten Staffel. Und dann haben wir noch dieses hier. Und zwar gefährliche Geschäfte. Ach so. Das hier ist übrigens auch relativ vergilbt, aber geht. Und hier, das ist auch, ist halt in die Jahre gekommen. Mein Gott, diese Bücher sind von 2000, 2001, glaube ich. 2001, oh mein Gott. Und dann habe ich hier noch eins, das war schon von der Staffel danach, wo dann die Neuen hier dabei waren mit Vivi, wo sie dann ein bisschen älter war, mit Panda, mit den anderen zwei, wo ich den Namen vergessen habe, ehrlich gesagt. Oh no, ich habe es vergessen. Ich weiß es gerade nicht, aber hier, das ist auf jeden Fall die Staffel dann mit diesen vier Pfefferkörnern. Und, oder kam nicht eigentlich noch eine dazu? Egal, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Genau, und das heißt, aller Anfang ist schwer wahrscheinlich, weil das dann die neue Pfefferkörner-Saison war. Und genau, da habe ich dieses hier. Und dann gab es für die Staffel danach, wo dann noch Lilly und, wie hießen sie alle, Carol, Laurenz und Jelis, glaube ich. Da gab es auch noch Bücher dazu, aber die waren wahrscheinlich lieferbar, sonst hätte ich sie jetzt mir mitbestellt, keine Ahnung. Und dann haben wir noch eins, das gehört jetzt nicht zu den Pfefferkörnern, und zwar dieses Buch hier, Lizzie McGuire, das auch dieses habe ich damals gerne geguckt und geliebt, und zwar Jungs und andere Angeber. Das war der letzte Band der Reihe und der fehlte mir eben auch noch in meiner Sammlung. Und ja, der sieht auch ganz okay aus. Die sind dadurch, dass sie gebunden sind, eigentlich alle ganz okay, halt nur relativ vergilbt. Und dann ist mein Karton auch schon leer. Ich werde mal schauen, ich muss eben gucken, dass ich die fehlenden Bände alle noch zusammenkriege. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich sie alle habe. Und ja, da ist Rebuy echt eine gute Plattform, um wirklich alte Bücher wieder nochmal zu finden. Und ja, die Bücher zähle ich auch nicht wirklich auf meinen Sub. Das sind wirklich Bücher, die ich gerne haben möchte. Ob ich sie jemals lese, weiß ich nicht. Aber ich denke schon, ich habe da schon richtig Lust drauf. Aber das ist jetzt nicht so, ich jetzt sage, die muss ich unbedingt lesen, weil sie meinen Stapel ungelesener Bücher hochtreiben. Das nicht, ich möchte sie einfach gerne haben. Und ja, das war mein Rebuy-Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen, auch wenn es jetzt kein typischer Rebuy-Haul war. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich zu meinem nächsten Video wieder. Und bis dann wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt tschüss.